Moin Leute. Ja. Folgendes. Ich war ja auf dem. So, auf ein neues. Immer Akku leer habe ich irgendwie. Ja, keine Ahnung. Vertragen die Kälte nicht. Ja, ich war auf dem Wintertreffen in Bad Hersfeld bzw. am Silbersee. Das liegt dann, der Campingplatz liegt bei Breitenbach, Herzberg irgendwie so. Und hab mir da schön ja, ein schönes Wochenende gemacht. Ja. Allerdings, irgendwie bin ich nicht wirklich dazu gekommen, großartig was zu filmen. Und hab zum größten Teil nur Fotos geschossen und ja, jetzt wollte ich euch noch ein bisschen was davon erzählen. Ich bin gerade dabei hier, wie ihr seht, meine Sachen, die habe ich gestern schon aufgehängt zum Trocknen, zum Auslüften und so weiter. Weil es hatte geregnet. Naja, also erste Nacht. Nachdem ich da angekommen bin, hat es noch gefroren. Da hatte ich kleine Eiszapfen bei mir unterm Tarp. Auf dem Tarp waren halt die Wassertropfen gefroren. Ich hatte eigentlich eine angenehme Nacht, also eine sehr angenehme Nacht sogar. Es war warm. Also ich habe, wie ihr gesehen habt, den Schlafsack und dazu noch dieses günstige Miltec Fleece-Inlet gehabt. Reicht alle Male. Nur am Hintern wurde es ein bisschen kalt. Ist aber halb so wild. Ja, gegessen gab, zu essen gab es Freitagabend Cowboy-Bohnen mit Speck. Die hatte der Miesegrau gemacht. Beziehungsweise seine Frau und da haben wir so reingehauen, also es war ein Riesentopf, also, lass mich mal lügen, also ich würde sagen so 10 Liter war es mindestens an Kaubelbohnen und ich glaube alle sind satt geworden davon. Jo. Ja, abends am Lagerfeuer war es klar, ne? Und was gab's denn? Kann man denn noch so groß erzählen? Also Freitag Nachmittag, wo als ich angekommen bin, stand der Miesegrau natürlich schon am Bahnhof und hatte mich schon sehnsüchtig erwartet. Ja, und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren. Haben da noch was, haben halt noch ein bisschen was eingeladen. Dann sind wir weitergefahren zum Campingplatz und ja, da haben mich schon einige erwartet. War echt klasse, die Leute wiederzusehen. Mit den Leuten macht das auch immer richtig viel Spaß. Also man hat ständig was zu lachen, man kann sich auch über ernste Themen unterhalten. Neue Ideen kann man ja bequatschen, kennenlernen, ach, und auch hier von abkommen. Ja, das war so soweit der Freitag im großen Ganzen. Ja, der Samstagmorgen halt relativ frisch, das zeige ich euch jetzt hier mal kurz in diesem Video. Nach dem Kaffee und ein bisschen Frühstück bin ich dann mit jemandem eine kleine Runde wandern gegangen, also mit zwei weiteren Leuten. Und ja, dabei haben wir beschlossen, wir wollen
öfter mal was zusammen machen. Wir kommen alle so ein bisschen aus der Gegend hier. Wollten öfter mal was zusammen machen und ja, ich nehme natürlich dann meine Kamera mit. Die beiden möchten nicht gefilmt werden, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe. Aber habe ich halt zwei Kameramänner, beziehungsweise eine Kamerafrau. Ja. Der Samstag war eigentlich recht schön. Manchmal kam die Sonne raus. Abends, na gut, mitten in der Nacht fing es dann an zu regnen. Da lag ich schon im Zelt und habe, ja, zweimal schon fast geschlafen. Da hat mir jemand von meinem Tarp eine Stange, ja, weggetreten. Ja, war mir eigentlich erstmal egal. Ich wollte eigentlich schlafen. Aber morgens bin ich dann, morgens um 6, Sonntagmorgen um 6, bin ich wach geworden und musste ganz schnell für kleine Jungs. Ja, da hatte ich aber das Tarp vergessen, was noch über dem Zelt hing. Problem war, also ich mach das Zelt auf und guck gegen das Tarp. So. Dachte, ach, schiebst du beiseite. Pustekuchen, war nichts mit beiseite schieben, weil mit dem Paracord hier am Boden befestigt war. Und das war etwas schwierig. Da musste ich mich erstmal richtig rauspulen. Und dann wurde es schon echt knapp. Naja, Sonntagmorgen bin ich dann gleich wach geblieben und ja, zu dem Treffen an sich. Ja, ich blende euch einfach mal so ein paar Fotos ein. Und da könnt ihr euch mal so einen kleinen Eindruck verschaffen. Auf jeden Fall, es war ein super Treffen. Es hat echt Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die da waren. Und ja, ich blende euch jetzt die Fotos ein. Ich sag schon mal tschüss. Also macht's gut, bleibt mir treu, gebt mir einen Daumen nach oben. Tschüss.